Weg, 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 weg. Das ist zu viel des Guten. Boah, wie viel Creeper. 5, 6 Creeper, mehrere Skelette. Boah, hier waren wir aber, glaube ich, schon mal gewesen. Okay. Die müssen jetzt hier erledigt werden, alle. Boah. Von wo kam der? Boah, hier sind nur überall auch Lavasachen und jetzt regnet es auch noch. Ich werde bekloppt. So, so, auf jeden Fall, was ich vorhin erzählt hatte. Ich weiß nicht, ob sogar jetzt immer noch dieselbe Folge ist. Ich weiß es ja nicht, wie ich es hinterher schneide. So, und auf jeden Fall in dieser Fledermaus-Autobahn ständig. Dann ist mir auch eine, glaube ich, an die Schulter dran geknallt. Naja, und dann habe ich gesagt, gut, wir steigen mal lieber diese Wendeltreppe ab, runter in die Kathedrale rein. Weil da waren die Fledermäuse dann nicht mehr so hergeflogen. Ah, ist ja geil, da oben so ein Creeper hat sich da als Dave verkleidet. Schon witzig. Ha! Auch nur von einer Seite. Cool, da voll die Maske noch auf. Ja, komm mal her. Komm. Ja, 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 ja. Ausgeburt der Hölle, so. Du Ausgebrut der Hölle oder so, wollte ich gerade sagen. Ja, und dieses Schloss da mitten in den Karpaten in Spanien, das war schon ein richtig geiles Abenteuer gewesen. Auf sowas stehe ich ja. Also wie gesagt, auch wenn ich hier sage, im Spiel schon mal geil und abenteuermäßig, da stehe ich, also ich stehe da wirklich drauf und ich mach's auch. Ich mache solche Abenteuer auch wirklich im Real Life. Und ja, wer im Real Life mit mir unterwegs ist, vor allen Dingen im Ausland, der kann anschließend wirklich erzählen, dass er ein Abenteuer hat. Das ist wirklich Abenteuerurlaub. Ah, weil dumm rumliegen oder so, das ist nicht mein Ding. Ich brauche Abenteuer. Was ich nicht brauche, ist hier Remi-Demi und Sauferei oder so. Das brauche ich nicht. Also dafür brauche ich nicht irgendwo hinfahren. Sondern wirklich Abenteuer. Action auch was. Ah, das gefällt mir schon sehr gut. So, wir folgen, wie gesagt, absolut die ganze Zeit dem richtigen Pfeil. Und wir sind immer noch sehr, sehr lange unterwegs. Naja, und dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit nicht mehr geschlafen haben, ja eigentlich schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr geschlafen haben, ja, deswegen regnet es jetzt natürlich auch noch, ne? Und da hat es auch gerade noch gestockt. Na, das ist klar, das ist natürlich richtig heftig für Minecraft. Und eventuell wurde gerade auch noch eine neue Gegend gerendert. Man weiß es nicht. Okay, hier können wir noch hoch. Hm, scheiße, ich weiß, ich mach's gerade mit dem Schwert. Ah. Hallo? Das hörte sich jetzt auch ein bisschen komisch an, ne? Ich mach's gerade mit dem Schwert. Das sollte nicht so klingen. Scheiße, da unten überall Lava, ey. Muss das immer sein? Überall so Lavabecken zwischendurch? Muss doch nicht sein. So, da müssen wir irgendwie her. Ist natürlich mal am besten, wenn wir hier irgendwie auf den Bäumen entlang laufen können. Dann ist die Gefahr irgendwo ein bisschen niedriger, dass wir irgendwo in ein Lavafeld reinstürzen. Solange wir nicht am Baum vorbeispringen. So, Galle. Hey! Ist das hier nicht doch der Sumpf, wo wir die ganzen Rosenblätter eingesammelt haben? Es könnte ja sein, weil da sind wir ja schließlich hergelaufen. Da kann man aber mal sehen, wie weit wir gelaufen sind. Wie weit dieser Wüstentempel entfernt war. Oder entfernt ist. Ich meine, ich könnte mir das sogar auch noch anzeigen lassen, aber pff, ach, scheiß der Hund drauf. Also die Rosenblätter hier sammle ich jetzt nicht ein, weil das ist jetzt diesmal nicht unsere Mission. Und wir haben ja auch erstmal alles soweit abgedeckt mit Rosenblättern. Klar, mehr wäre immer besser, aber er ist jetzt nicht zwingend erforderlich, dass wir die noch einsammeln. So, wähne ich mal eben meine Handballenunterlage. Halt, wo sind wir, wo sind wir? So, eben mal meine Handballenunterlage gerichtet habe. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Da ist überall Schnee.
nur einige Rosenblätter vorhanden. Da ist Eisen, das nehmen wir uns mal eben mit. Und was sehe ich da gerade? Unsere Eisenspitzhacke hier ist fast hops. Die ist so gut wie hops. Hätten wir uns vielleicht noch eine mitnehmen sollen, aber gut, jetzt ist sowieso vorbei. Wie gesagt, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hase gefangen und ich sehe hier gerade, wenn ich ehrlich bin, noch nicht mal einen Hund scheißen. Und wie sagt man so schön, noch ein paar Wortspiele. Bei diesem Wetter wird man dann immer einen Hund vor die Tür jagen. Und was sehen meine alten, vertrockneten Augen da? Dort ist der Wüstentempel. Der Wüstentempel. Und ich weiß gerade nicht, hier sieht man nichts, keine Sonne, nichts ist zu sehen. Ich weiß nicht, was Tag und was Nacht ist. So, den haben wir ausgeleuchtet. Jetzt gucken wir mal eben ganz kurz. Ich will mal eben was sehen. Wir haben unser Zuhause. Das heißt, es wäre schon irgendwo... ganz gut. Ja, wenn wir so in dieser Richtung vielleicht weiterlaufen. So einfach gehen. So, ja, so in diese Richtung. Ja. Das könnte man machen. Genau, also, East, East, North sozusagen. Ja gut, das machen wir. Ich mach mal eben unseren Home-Button wieder weg hier. Home. Und hier, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr, den Wüstentempel. Zack, den haben wir jetzt gefunden. Alter Schwede. Das war aber eine lange Reise bis hierhin. Wir müssen echt gucken. Ach, guck an. Siehst du, eine Tür haben wir nämlich auch reingemacht. Hatten wir hier auch noch eine Kiste abgestellt? Nee, ne? Nur eine Werkbank. Gut. Ich weiß, dass wir hier nochmal ein bisschen runter in die Mine gucken wollten. Obwohl das eigentlich scheiße ist, weil wenn wir da jetzt irgendwie draufgehen sollten bei einem Kampf, unsere Hauptmission sind Kartoffeln. Kartoffeln. Und da sind Schienen. Da sind Schienen. Lustige Schienen. Ganz lustige Schienen. Komm. Da nehmen wir uns mal ein paar von mit. Ups. Und da ist unsere Spitzhacke im Teich. Scheiße. Scheiße. Wir haben nur noch eine Ersatzspitzhacke. Und hier geht's schon los mit Spinnen. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten hier lieber wieder raus, oder? Ganz ehrlich, Oh. Na gut, andererseits könnten wir uns auch dieses Eisen hier noch eben mitnehmen. Ne? Ich meine, muss man ja nicht unbedingt hier so liegen lassen, ne? Und vergammeln. Eisen wird ja auch ziemlich schnell schlecht, ne? Das verdirbt ja unheimlich schnell Eisen, ne? Und bevor das hier verschimmelt, können wir es ja auch abbauen. Sag ich jetzt mal so. So. Schwupp. Wir machen dann aber also nur einen ganz, 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 ganz kurzen Abstecher jetzt hier. Und ich weiß, dass das wieder schwer einzuhalten wird. Dass das hier wirklich nur ein kurzer Abstecher wird. Das ist schon scheiße. Ne, komm, das lassen wir. Also ich will jetzt hier kein Risiko eingehen, weil eine Höhlentour, die können wir ein andermal machen. Die wollte ich jetzt hier nicht machen. Das ist eine Sackgasse. Nur mal einmal ganz kurz nochmal hier hingucken. Scheiße, und ich befürchte, hier sind die Spinnen. Oh, ja. Nein. Wir sind hier nicht auf Höhlentour. Auf gar keinen Fall. Wo müssen wir hoch? Da hinten müssen wir wieder hin.
Hier können wir gerne ein andermal nochmal hin, aber wir haben ja auch ganz ehrlich gesagt bei uns ja auch noch, denke ich, einige Minenschächte. Ich versuche mal das Wort genug Minenschächte zu vermeiden. Wie gesagt, ich bin der Meinung, man kann von allem nie genug haben. Nie. Oh, wenn ich das richtig sehe, könnte das draußen dunkel sein. Das heißt, wir können das jetzt glatt mal ausnutzen hier und uns ein Bett aufschlagen, dass wir einmal wenigstens jetzt auch geschlafen haben. Was soll das heißen? Es muss doch jetzt gleich dunkel sein. Muss doch, oder? Scheiße. Das ist jetzt auch blöd. Aber pass mal auf. Wir könnten den ja ein ganz klein wenig verschandeln. Ein ganz klein wenig. Indem wir den hier mitnehmen. Da tun wir einfach so, als wenn das gar nicht hier gewesen wäre. Die waren überhaupt nicht hier gewesen, diese Säulen. Wir haben uns auch gewundert, warum hier keine Säulen sind. Ganz ehrlich, ne? Wenn einer kommt und fragt, Säulen? Hier? Nee. Das muss wohl irgendwie ein bisschen buggig gewesen sein hier bei Minecraft. Hier waren keine Säulen. Genau wie der eine Wüstentempel, ne? Wo wir ja waren. Der war ja auch ein bisschen sehr buggy gebaut, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Jawoll, wir können schlafen. Sehr schön. Dann hauen wir auch sofort wieder ab. Dann nehmen wir sofort unser Bett mit. Und hauen sofort wieder hier ab. Und unser Inventar sieht auch schon wieder ziemlich voll aus. Gut, aber da sind wir, da haben wir ein paar Sachen dabei, die wir wieder weghauen können. Die Werkbank lassen wir hier. Das können wir hier so als kleines Zwischenlager ruhig weiterhin benutzen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, oh, ich dachte, ich hätte da irgendwelche Schritte gehört. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es wussten, aber wir gehen jetzt einfach mal, ja, irgendwie hier so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, das wollte ich nämlich ursprünglich sagen, ich weiß gar nicht, ob wir hier damals irgendwie noch groß weitergegangen sind. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir sind hier nicht großartig weitergegangen. Das heißt, wir müssen hier wirklich Ausschau halten, ob hier irgendwo ein NPC-Dorf ist. Jetzt ist die Chance natürlich, so ein NPC-Dorf auf gut Glück einfach, wenn man nur geradeaus läuft, zu finden, sehr gering. Mal gucken, jetzt auf dem ganzen Weg nach hier hin hatten wir nicht ein NPC-Dorf gesehen. Deswegen wäre es vielleicht auch ganz gut, hier ab und an mal so ein bisschen, ja, links und rechts zu gucken, ne? Da hinten ist auch Wiese. Ganz ehrlich, es könnte überall ein NPC-Dorf sein, ne? Überall. Aua. Würde ich sagen, wir versuchen einfach unser Glück. Wir laufen einfach hier so ein bisschen weiter in die Richtung. Weil, ganz ehrlich, so im Zickzack-Parcours hier irgendwas ablaufen, da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ne, da hinten, da könnte zum Beispiel ja auch vielleicht noch was sein. Ne, so ein Wüstendorf. Aber ganz ehrlich, hat man Lust, jetzt hier zickzack zu laufen? Nee, ne, oder? Aber man sollte vielleicht auf jeden Fall mal so laufen, dass man guckt, wo man hinläuft. Wo man hertritt. Wo man auftritt. Jetzt, Mensch, Gerardo. Da muss man auch manchmal ein bisschen, muss man mal ein bisschen warten, bis sich die Sachen aufgebaut haben. Wäre ärgerlich, wenn man so ganz knapp an einem NPC-Dorf nämlich vorbeilaufen würde. Was ist hier? Aha. Nichts Großartiges. Aber ich habe da Kohle gesehen. Und nicht ganz so wenig. Das heißt, die nehmen wir uns auf jeden Fall mit, die Kohle hier. Jawohl. Da ist noch mehr Kohle drunter. So ist das schön. So muss das sein. So gefällt uns das.
Und sie haben 10 Waschmaschinen gewonnen. Jawoll, ist das nicht ein Hit? 10 Waschmaschinen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Wie viel Kohle haben wir denn hier? Ich werd bekloppt. Geil. Oh, wir graben uns durch. Wir graben uns weiter vor. Alter Falter, gut, dass wir hier hingegangen sind, um die Kohle rauszuholen. Das wäre ja echt eine Sünde gewesen, hätten wir die irgendwie hier drin gelassen. Sollen wir eben so einen Notausgang da ausgraben?